Review-Zeit, ihr Dragon Ball-Fans, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einem kleinen Blind-Bag-Opening. Das habe ich schon mal gemacht, ich glaube auch sogar bei den Power Rangers. Heute gibt es wieder was aus Dragon Ball Super. Danke natürlich an dieser Stelle an Bandai und dem Euronerd. Der Euronerd hat zu mir gesagt, Schnegge, pass auf, wenn du dieses Blind-Bag machst, bitte nicht schneiden. Ich habe mich bei den Power Rangers ja mal so richtig einmal kurz geschnitten. Das war sehr böse. Also heute passe ich ein bisschen auf. Ja, was haben wir hier? Die Dragon Ball Super, Super Collectible Figures. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt Version Nummer 2. Wir sehen uns mal hier die Verpackung an. Das sieht schon mal sehr cool aus. Ne? Hier mit, ist das Vegito? Ich glaube schon. Ne? Auf jeden Fall sieht das sehr cool aus. Na, hier von Bandai ab 6 Jahren aufwärts. Und hier oben Toei Animation gibt es wirklich schon seit 1956. Das ist sehr interessant. Auf der Rückseite sehen wir hier schon, da sind sie jetzt alle, die wir hier in der Verpackung haben. 10 Stück insgesamt könnt ihr hier wieder sammeln. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir haben hier Goku, den Super Saiyan Vegito. Ich sag doch, das ist er gewesen. Nein, das ist er nicht gewesen. Ich bin noch bescheuert. Super Saiyajin God, Super Saiyan Vegito ist das. So, der ist nämlich hier zu sehen. Vegeta ist am Start. Super Saiyan God Goku, der sieht ja komplett in Rot aus. Auch sehr interessant. Super Saiyajin Trunks. Whis ist noch dabei. Oh, Hit. Hit auch cool, cool. Und Zamasu genauso wie natürlich noch Gotenks. Oh, geil. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe davon insgesamt 5 Tüten. Ich glaube, es waren 5. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Und ich bin mal sehr gespannt. Lasst uns einfach mal eine aufmachen. Ich fange einfach an, Tüte für Tüte, und stelle dann die kleinen Figuren da hinten hin. Wer die noch nicht kennt, sowas ähnliches habe ich schon mal halt geöffnet, die Blind Bags. Da könnt ihr mal gerne in der Dragon Ball Playlist auf meinem Kanal reingucken. Da sind nämlich auch schon welche. Da hatte ich unter anderem eine Menge Piccolos und eine Menge von Beerus am Start. Und ich denke mal, wir werden heute ein bisschen mehr Glück haben, oder? Ich bin einfach sehr gespannt. Lasst sie uns aufmachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen One-Taker draus. Die beiseite. Und ich habe hier natürlich passend wieder ein kleines Cuttermesser am Start, wo ich mich nicht mitschneiden möchte. Also, lasst uns loslegen mit Tüte Nummer 1. Schnegge, schneide immer von dir weg. Das hast du auch damals schon in deiner Lehre gelernt. Na, bloß nicht, wo ich mache das, glaube ich, hier. Bloß nicht irgendwie zu sich hinschneiden. Dann bin ich nämlich komplett ouch. Also, Blind Bag Nummer 1. Wir gucken erstmal ganz genau, was wir hier haben. Da drin befindet sich was und hier ist halt der Standy. Das ist auch dieser Klarsicht-Standy, ne? Der ist jedes Mal mit dabei. Und hier innen drin befindet sich jetzt halt die Figur. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Was haben wir da jetzt drin? Was haben wir da jetzt am Start? Ich sehe schon was Blaues. Wer könnte es sein? Ja, da ist er. Der Vegito, der Super Saiyajin God Vegito ist am Start. Lasst ihn uns mal genauer angucken. Da ist der kleine Kerl und der sieht ja wohl super lustig aus. Schaut mal. Sehr cool mit seinem Grinsen. Ihr könnt sogar die Ohrringe erkennen. Sehr, sehr genial gemacht, das Ganze. Ja, der sieht cool aus. Diese kleinen Figuren gefallen mir sehr. Ich gucke gerade, ob ich hier noch die alten habe. Wartet mal kurz. Guckt mal hier. Das sind die anderen gewesen. Das ist jetzt zum Beispiel der Piccolo gewesen. Na, also die sehen auch sehr stark aus, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Und jetzt werden wir mal kurz den Standy aufbauen. Auch da natürlich mit dem Messer, vorsichtig. Ne, der Stand besteht aus einer Klarsichtplatte und dann halt diesem kleinen Teil hier, was ihr dann einfach zusammenstecken könnt. Wartet mal kurz. Und dann könnt ihr da eure Figur so raufstecken. Schaut mal. So, das ist eine schöne kleine Figur für eine schöne kleine Sammlung. So sieht das Ganze dann halt aus. Das gefällt mir. Lasst uns mal die nächste Tüte öffnen. Ich stelle ihn mal jetzt hier hin. Das alles natürlich erstmal beiseite und die nächste Tüte an den Start. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich habe echt tatsächlich so ein bisschen Schiss, dass ich mich schneide, Leute. Oh, ich glaube, ich habe mich so gespoilert. Da kommt nämlich der gute Whis. Oh ja, sehr cool. Whis am Start. Auch da schon mal kurz hier natürlich den Standy raus und dann gucken wir uns Whis mal genauer an.
Da ist er, da ist Wiz. Sehr schön zu erkennen. Auch er grinst ein bisschen hämisch. Sein Stab ist mit dabei, das finde ich auch sehr toll. Ihr seht das vielleicht, oben der Stab, die Spitze ist sogar durchsichtig. Und auch der Ring, den er sonst immer so um den Hals trägt, auch der ist durchsichtig. Auch das ist eine schöne kleine Figur, muss ich sagen. Der gefällt mir. Ne? Also farbtechnisch sehr, sehr cool gemacht. Er sieht stark aus. Jetzt habe ich Berus und Wiz schon in meiner Sammlung. Das ist natürlich auch sehr cool. Schöne kleine Figuren auf jeden Fall. Wie gefällt er euch? Bin mal sehr gespannt, was wir jetzt noch greifen. Jetzt kann es natürlich ein bisschen kritisch werden, dass wir jetzt irgendeinen Doppelten irgendwie erwischen. Aber schon mal zwei richtig geile Figuren. Nächstes Blind Bag geöffnet. Gucken wir mal da rein, ob wir einen Doppelten haben. Ja, ich hatte letztes Mal so viel Pech, Leute. Das war echt nicht normal. Hier ist der Standy. Und da befindet sich, nee, ich glaube, das ist kein Doppelter und das freut mich. Ich, wie gesagt, ich gucke nicht rein, aber ich fühle es schon und ich glaube, ich habe Hit erwischt. Ja! Hit ist dabei! Ja, super geil! Ich finde Hit ja mega nice. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet, aber Leute, Hit ist einfach der Hit. Er ist genial. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ihn genauso cool findet. Ich packe ihn mal auf seinen Standy. Dann sieht das Ganze nämlich so aus und da muss ich auch sagen, er gefällt mir, sieht er stark aus, oder? Was meint ihr? Hit? Einfach cool. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Der Kopf ist ein bisschen groß, ne? Die roten Augen, das ist super. Das ist unser Hit. Wir haben schon drei richtig geile Figuren ausgepackt aus den Blind Bags. Das gefällt mir. Ich kann euch endlich mal eine schöne, geile Abwechslung zeigen. Also, Hit ist auch mit dabei. Sehr, sehr cool. Wir haben noch zwei Tüten am Start. Mal sehen, ob wir hier noch was Doppeltes erwischen oder noch mal eine neue Figur. Da bin ich sehr gespannt drauf. Blind Bags öffnen, das macht immer Spaß. Als erstes ziehen wir mal wieder den Standy raus. So, da ist er. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Was ist das denn? Das fühlt sich auch nach einer... Wartet, wartet, wartet. Oh, Leute, 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 Leute. Alter, nein. Nein, wir haben den Son Goku, was ich euch vorhin noch gesagt habe, der hier, wartet mal. Alter, leuchtet der, ist der, der Wahnsinn. Das ist der Super Saiyan God Goku. Schaut ihn euch an. Alter Schwede, was? Super, oder? Alter Schwede, ich weiß nicht, wie das in der Kamera rüberkommt, aber der leuchtet. Seine Haare sind der Wahnsinn. Alter Scheiße, ist der cool. Oh Leute, da haben wir was richtig Cooles für die Sammlung gegriffen. Also der ist super nice. So, nochmal fachgerecht auf seinen Stand gepackt. Schaut mal. Also der ist Wahnsinn. Wie gesagt, die Farben, ich weiß nicht, ob einer von euch diese Blind Bags auch schon irgendwie geöffnet hat, aber die Farben an dem Goku hier, alter Schwede, ist der geil. Der ist richtig cool. Der gefällt mir. Also der ist echt mein kleines Highlight jetzt. Was eine grandiose Figur. Der strahlt, das ist der Wahnsinn. Vier richtig geile Figuren. Jetzt ist nur noch eine Tüte über. Ob in dieser Tüte natürlich jetzt noch eine coole Figur verbirgt. Alter, wenn ich darauf gucke, der strahlt. Das ist der Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht noch einen coolen erwischen. Das wäre natürlich jetzt der Wahnsinn. Aber es hat sich jetzt schon gelohnt, das Opening. Das war richtig nice. Schauen wir mal. Wie immer, Standy zuerst. Den packen wir beiseite. So, haben wir einen Doppelten oder haben wir... Was ist das denn? Der verklemmt sich hier drin. What the hell is going on? Ich glaube, das ist auch wieder... Ach Leute, es ist so geil. Schaut mal, hier ist Goku und er sieht richtig knuffig aus. Gleich mal auf den Stand gepackt, den kleinen Kerl. Da ist er. Schaut mal. Ist der nicht toll? Wie er grinst und seine großen Augen, das sieht voll toll aus. Ich bin voll begeistert von diesen Blind Bags. Ganz ehrlich, das sind tolle, coole Figuren mit dabei. Ihr könnt mir mal gerne sagen, schaut euch das mal an, es ist doch einfach der Hammer. Wer von diesen fünf gefällt euch? Wer gefällt euch hier am besten? Ich finde, die sind einfach super knuffig, diese Figuren. Na, also echter Wahnsinn, auch hier. Na, Vegito, super geil. Also, da habe ich erstmal schon mal richtig Glück gehabt. Allein, dass ich hier Wiz noch habe, das gefällt mir sehr gut. Obwohl bei Wiz muss ich sagen, die Augen sind jetzt nicht ganz so toll wie bei Goku zum Beispiel. Goku sieht einfach grandios aus. Aber auch hier Hit. Hit ist einfach cool. Einfach genial. Also da habe ich wirklich richtig coole kleine Figuren. Leute, das soll es schon gewesen sein für das kleine Blind Bag Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr Dragon Ball Fans da draußen. Schreibt mir wie immer gerne mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr euch selbst solche Blind Bags schon mal geholt? Und wen hattet ihr drin? Habt ihr da auch so viel Glück gehabt wie ich? Endlich mal keine Doppelten. Das ist sehr, sehr cool. Das freut mich. Super genial. Also der hier ist echt mein Highlight. Der ist echt mein absolutes Highlight. Der ist so hell und leuchtend. Das ist der Wahnsinn. Also boah, war echt super cool. Das soll es gewesen sein, Leute. Danke wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, natürlich nicht vergessen, Däumchen nach oben und einen kleinen Kommentar, wenn ihr möchtet. Ich bin raus, also macht's gut. Bis denn dann und natürlich reingehauen.